Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Weiß von CapTrader und ich begrüße Sie recht herzlich zum heutigen Webinar Trading Stars markttechnischer Wochenausblick. Ich hoffe, Sie können mich alle verstehen. Ich habe schon von einigen Teilnehmern hier im Chat lesen können, dass Sie anwesend sind. Sie haben mir schon guten Abend gewünscht. Ich gebe das natürlich gerne zurück. Ja, Ihnen auch einen schönen guten Abend. Auch hier an die Trading Stars natürlich sind heute zu viert vertreten. Entschuldigung, mit mir zusammen zu viert. Es sind von Trading Stars Christian Stern, dann Stefan Fiedrichowski und Tristan Budach. Ich begrüße euch ganz herzlich. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ich von Ihnen als Teilnehmer ein kurzes Feedback bekommen würde, ob Bild und Ton soweit in Ordnung sind, damit ich weiß, dass von der Technik her alles soweit passt. Also aktuell sollten Sie die CapTrader Homepage sehen und ja, ich denke, der Ton sollte auch soweit übertragen werden. Okay, ich höre schon von einigen, Bild und Ton ist in Ordnung, wunderbar. Ja, dann möchte ich Sie gar nicht lange aufhalten. Ich würde sagen, ich gehe rüber nach München. Viele Grüße hier aus Düsseldorf und ja, wünsche Ihnen ein angenehmes Webinar. Viel Spaß mit den Trading Stars und ja, wenn Sie das Webinar im Nachgang nochmal nacharbeiten möchten, wir werden das aufzeichnen oder es wird jetzt schon aufgezeichnet. Sie finden das dann hier bei uns im Bereich Training unter Videos und natürlich auch auf dem YouTube-Channel von CapTrader bzw. von FX Flat. Gut, das war's von meiner Seite und ja, ich würde sagen, Christian, dann gebe ich zu dir rüber und ja, Ihnen als Teilnehmern wünsche ich viel Spaß und ein schönes Webinar. Bis dann. Tschüss. Ja, eine. Okay, danke für die Aufhebung der Stummschaltung, Andreas. Ja, schönen guten Abend aus München hier auch von meiner Seite. Danke natürlich hier dem Andreas Weiß für die kurze Anmoderation und wie immer auch die Möglichkeit hier Webinare abzuhalten. Montags immer unser Wochenausblick, jetzt schon in der dritten Runde. Und da das jetzt unsere dritte Veranstaltung ist, von unserer Seite heute auch mit drei Referenten. Das ist immer ein ganz schönes Bild für alle Zuhörer, wenn man mal verschiedene Meinungen hört und das Ganze in so einer kleinen Diskussionsrunde aufbauen kann. Meine Wenigkeit ganz links auf dem Bildschirm, Herr Christian Stern. Ich mache heute Abend wieder die Sicht der Charttechnik. Tristan Budach wird dann wieder aus Sicht der Markttechnik referieren zu den Themen Trendanalyse und trendfolgendem Handel. Wir haben ja auch schon ein paar Trading-Positionen zusammen eröffnet, werden diese wieder besprechen, diskutieren und schauen, ob wir hier eventuell wieder gute Trading-Ideen finden können und diese dann schließlich natürlich auch in echte Trades umsetzen. Und zu guter Letzt ist jetzt hier der Stefan Fredichowski noch auf unserer Folie zu sehen. Stefan Fredichowski ist promovierter Physiker, leitet bei uns die Entwicklung der Handelssysteme und macht immer mal wieder ganz interessante Projekte, Experimente und wird heute zum Thema Sessionalitäten etwas sagen. Wir werden wie immer beginnen mit kurzem Blick auf die fundamentale Sicht für die kommenden Handelstage, Termine der Handelswoche. Wir hatten ja letzte Woche schon auf das EZB-Event deutlich hingewiesen am Montag und es war dann tatsächlich so, dass wir da einen relativ entspannten Wochenanfang hatten, wenig Volatilität, wenig Liquidität in den Märkten und dann tatsächlich die zweite Wochenmitte hier der interessantere Part war. Von daher auch heute wieder der Blick auf die fundamentalen Nachrichtentermine, die uns hier interessieren könnten. Dann werde ich ganz kurz auf unsere Trading Matrix schauen, auf unsere aktuellen Positionen, auf die wichtigsten Märkte. Und dann wird auch schon der Stefan Fredichowski übernehmen mit seiner Sicht der Dinge, aus Sicht der Statistik, aus Sicht der Mathematik auf Saisonalitäten, wie wir diese im Trading hier ganz praktisch nutzen können. Und der Tristan wird dann mit markttechnischen Titeln das Ganze abschließen. Wir haben ja auch letzte Woche ein paar Aktien empfohlen aus den DAX 30 Werten und der wird dann einfach hier wieder drüber schauen und hier interessante Trading-Ideen nochmal vorstellen. Wie immer ist natürlich hier die Möglichkeit gegeben, über den Chat Fragen zu stellen und ich würde auch wieder dazu aufrufen, das ganz aktiv zu nutzen.
Ich sehe sie jetzt leider persönlich gerade nicht. Vielleicht kann mich der Andreas Weiß noch zu einem Organisator machen und nicht nur zu einem Moderator, weil dann würde ich auch die Fragen reinmoderieren können, wenn die anderen zwar sprechen. Alle anderen sind schon Organisator. Wenn jemand dazu auf, Fragen wirklich aktiv zu stellen. Erstens ist es dann daheim nicht ganz so langweilig, nur zuzuhören. Und zweitens kann man dann auch so ein bisschen vorankommen und einfach dann die Dinge abhaken, die einen vielleicht selber noch ein bisschen beschäftigen, noch ein bisschen bremsen hier an dieser Stelle. Und dementsprechend wollen wir hier, wie gesagt, versuchen, auch immer darauf einzugehen. Wenn es zum Thema passt, gerne auch innerhalb natürlich unseres jeweiligen Vortrags. Und wenn es dann Themen sind, die vielleicht das Trading generell beschreiben oder die Börse an sich betreffen, dann werden wir das am Ende hier versuchen, wieder aufzugreifen. Und wenn wir noch ein bisschen Zeit haben sollten am Ende, wovon ich heute eher nicht ausgehe, dann machen wir auch die Wunschanalysen wieder. Das haben wir letzte Woche sehr ausführlich gemacht. Ansonsten würde ich dann versuchen, nächste Woche Montag dann wieder die Wünsche alle aufzunehmen. Die Möglichkeit, die immer besteht, ist uns natürlich auch im Vorfeld des Webinars per E-Mail schon mal hier die Fragen zukommen zu lassen und natürlich auch die Wunschkandidaten, dann können wir das mit Sicherheit einbauen und dementsprechend auch vorbereiten. Die E-Mail-Adresse ist hier rechts unten zu sehen. Zudem haben wir ja auch auf unserer Homepage tradingstars.de eine eigene Homepage wiederum, einen eigenen Reiter hier gebaut für das Montagswebinar. Hier finden Sie beispielsweise die Aufzeichnung vom letzten Montag, finden immer unsere aktuellen Trading-Ideen, unsere Trading-Matrix, markttechnische Grundlagen in einem kurzen Artikel zusammengefasst und natürlich dann auch hier die nächsten Webinartermine in Zusammenarbeit mit FX. Vielleicht ganz unten die Möglichkeit, hier auch wiederum Kommentare zu schreiben, Fragen zu stellen unter der Woche. Wer also hier eventuell noch was aufgreift, was ihn beschäftigt, der kann dann immer sich gerne an uns wenden. Ansonsten möchte ich natürlich alle auch nochmal einladen zu unserem Seminar Ende November. Wir machen in München ein Profi-Trading-Wochenende mit einem sehr breiten Spektrum an Teilnehmern. Wir haben hier verschiedene Partner dabei, sind 10 Fachvorträge, 5 nachweislich profitable Handelsstrategien bekommen Sie komplett mit, unter anderem der Stefan dabei, ich dabei. Wer also Lust hat, bitte einfach hier mal auf unserer Seite vorbeischauen und das Ganze eventuell, ich stelle mal den Link kurz noch in den Chat ein, hier auch im Livestream verfolgen. Wer nicht nach München kommen kann, wir bieten das erstmals auch als bequemes Webinar im Livestream über das Wochenende von zu Hause aus oder innerhalb einer Aufzeichnung an. Ansonsten schauen wir ganz kurz auf die wichtigsten Termine der kommenden Handelstage. Bitte beachten, die Umstellung auf Winterzeit läuft bei uns etwas früher als in den USA. Wir haben jetzt in der kommenden Handelswoche, in den nächsten Wochen immer schon Wall Street Handelsbeginn um 14.30 Uhr, das heißt eine Stunde früher. Dementsprechend schließt auch die Wall Street eine Stunde früher um 21 Uhr, beziehungsweise die Indexberechnungen werden um 21 Uhr beendet. Das bitte beachten, dass eben dann zwischen 21 Uhr und 22 Uhr keine Liquidität mehr in den Forex-Märkten, in den Währungsmärkten ist. Wer das also gewöhnt ist, da spät abends noch so ein bisschen Feierabend-Trading zu betreiben, sollte da aufpassen. Ansonsten fundamental morgen wichtig, 10.30 Uhr, wer im britischen Pfund handelt, das BIPQ 3, erste Veröffentlichung. Ansonsten haben wir am Nachmittag nur noch etwas weniger wichtige US-Zahlen, Auftragseingang, Verbraucherverbrauchen, die uns nicht besonders beschäftigen sollten, beziehungsweise in der Regel in letzter Zeit auch nicht wirklich beschäftigt haben. Viel wichtiger ist dann in dieser Woche auch wieder ein Highlight am Mittwoch, hier der Zinsentscheid der Federal Reserve. Wir haben im Grunde genommen aus der Prognose heraus noch keine Veränderung zu erwarten in den Zinsschritten, aber es wird hier sehr viel Wert gelegt auf dieses Event, auf die Statements. 19 Uhr also hier auch relativ wichtig in dieser Woche der Zinsentscheid der Federal Reserve, ähnlich der letzten Woche mit dem EZB-Event, das ja auch hier, wie gesagt, größere Bewegungen an den Märkten ausgelöst hat. Donnerstag geht es dann weiter mit regionalen Daten aus der Europäischen Währungsunion und deutsche Arbeitslosenzahlen sind also auch nicht so wichtig. Wichtiger dann wieder am Nachmittag, frühen Nachmittag vor US-Handelsbeginn, das Bruttoinlandsprodukt Q3 für die USA. Sehr, sehr wichtig. Und dementsprechend das zweite Event in dieser Woche. Und dann schauen wir auf den Freitag, da wird es dann einen relativ ruhigen Ausklang geben. Dementsprechend nichts Wichtiges mehr auf dem Plan, bis auf die Verbraucherpreise. Schauen wir auf die
aktuelle Situation in unseren Trading-Positionen. Wir hatten vor 2 Wochen einen Short-Trade eröffnet im britischen Pfund, US-Dollar, hier gemeinsam eine Position verkauft. Dementsprechend, der Trade ist noch da, wo wir eingestiegen sind ungefähr. Es hat sich wenig verändert. Er ist mal zeitweise hier etwas gegen uns gelaufen, ist jetzt wieder am Einstiegslevel. Der markttechnische Trend ist, denke ich, schon erkennbar. Dementsprechend haben wir hier diese Position noch unverändert im Markt liegen und noch keinen Trade beendet, den wir in den letzten 2 Wochen eröffnet haben. Wer Donnerstag im Webinar bei uns dabei war, der hat vielleicht mitbekommen, dass wir im S&P 500 eine Position eröffnet haben, zusammen mit dem Oliver Wissmann von bullentrader.de. Hier ist diese Position jetzt so weit im Gewinn, dass man hier einen Teilverkauf avisieren sollte. Zu diesen 2 Positionen möchte ich ganz kurz auch die aktuellen Chartbilder besprechen, falls das jemand mitgetradet hat oder hier, was besonders hier den Währungstrade angeht, noch mittraden möchte. Natürlich wie immer der Hinweis auf das eigene Risiko. Jeder ist hier erwachsen, kennt seine Konten, kennt seine Möglichkeiten, diese Konten dann auch mit einem ordentlichen Risiko Money Management hier nicht zu blöten, und dementsprechend sollte jeder schauen, dass er nicht mehr als 1-2% seines Depots riskiert, wenn er diese Trades mitgeht. Britisches Pfund US-Dollar, habe ich gerade gesagt, wäre eine Möglichkeit, hier eventuell einen Trade zu platzieren. Schauen wir uns das Chartbild nochmal ganz kurz an. Wir sind im langfristigen Chartbild, und das nehmen wir in der Regel immer, wenn wir einen Trade analysieren bzw. eine Basiswert analysieren, zunächst mal her. Mit einer Historie von ungefähr 3 Jahren sind wir in einem Abwärtstrend. Das sehen wir daran, dass der Kurs unterhalb der gleitenden Durchschnitte verläuft, alle 4 Fallen nach unten ab. Das heißt, es fließt im Moment Kapital raus aus diesem Markt, und dementsprechend haben wir hier sogar eine sogenannte SKS-Formation aus der klassischen Charttechnik. Die ist im Moment, könnte man drüber diskutieren, aber meiner Meinung nach schon aktiviert, weil die Nackenlinie hier dementsprechend sehr, sehr steil ansteigend ist, aber schon durchbrochen wurde. Dementsprechend ist diese Formation aktiviert, und der übergeordnete Trend sollte sich jetzt alsbald fortsetzen können. Das heißt, wir können gut und gerne davon ausgehen, das ist ja Sinn der technischen Analyse, dass sich also hier das fortsetzen wird, was sich in der letzten Zeit hier zugetragen hat, in den letzten Monaten. Weiteres Argument dafür, dass diese Kurs fallen sollte, ist das Entfernen vom Point of Control, vom Haupteffizienzlevel hier vom Marktprofil. Das heißt, hier war der Markt zuletzt effizient, jetzt bewegt sich der Kurs weg aus dieser Effizienz, und dann beginnt er in der Regel auch zu laufen, und dementsprechend ist hier Dynamik durchaus möglich. Schauen wir in das nächst tiefere Chartbild, das wäre dann nämlich der Tageschart, der dann auch teilweise schon dazu einlädt, hier über einen Trade nachzudenken. Und hier ist die Situation sehr, sehr interessant. Wir haben nämlich auch hier einen Kurs, der jetzt am 200-Tage-Durchschnitt deutlich abgeprallt ist in der letzten Woche. Das ist sehr, sehr gut für uns, für unsere Position, denn dieser 200-Tage-Durchschnitt gilt ja auch weiterhin als der Trendfilter schlechthin, nachdem eben sehr viele Marktteilnehmer agieren und dementsprechend auch hier Kursbewegungen zustande kommen können. Hier sind wir abgeprallt, und wir sehen auch schon aus Sicht der Markttechnik und aus Sicht der Charttechnik eben mit den abfallenden lokalen Hochs und Tiefs, dass sich hier ein Abwärtstrend ausgebildet hat. Man könnte sogar diesen Abwärtstrend hier in eine Art Trendkanal fassen. Das heißt, man kann hier im Grunde genommen auch schon mal grob abschätzen, wobei wir diesen Linien nicht so viel Vertrauen schenken dürfen wie Horizontallinien, wo denn die Reise hingehen könnte. Und wir sehen aber relativ schnell an diesem Trendkanal, dass nach oben hin eigentlich nicht mehr viel passieren dürfte. Das heißt, wer jetzt also hier in so einen Trade reinkommen möchte, der könnte dies tun zum aktuellen Kurs, und der hat nämlich die wunderbare Möglichkeit, hier den Stop-Loss gar nicht so weit wegzusetzen, nämlich knapp über die 200-Tage-Linie und über das letzte Hoch. Das heißt, wir könnten jetzt hier in unserem Musterkonto, in unserem Demokonto für dieses Webinar am Montag den Trade theoretisch etwas enger absichern und den Stop-Loss hier nach unten ziehen an das letzte markttechnische Verlaufshoch. Das heißt, wir können also hier im Grunde genommen schon unsere Gewinne sehr, sehr stark begrenzen, ungefähr um die Hälfte des Risikos, das wir hier spielen wollten, ungefähr 1% des
Depots, habe ich gerade schon mal angedeutet. Das heißt, hier wäre jetzt ein Einstieg möglich, der meiner Meinung nach erstens eine relativ hohe Güte hat, weil wir sehr, sehr viele Verkaufskriterien gefunden haben, auch hier wieder Blick aufs Marktprofil interessant. Auch Fibonacci beispielsweise spricht dafür, dass wir hier eine Korrektur abgeschlossen haben auf 50% Retracement dieses letzten Abverkaufsfraktals. Dementsprechend hier, wie gesagt, die wunderschöne Möglichkeit, einen engen Stop-Loss zu setzen. Vom Einstieg aus wäre also das Kästchen, das ich jetzt rot markiere, lediglich unser Stop-Loss und unser Take-Profit dürfte gut und gerne anhand der Schulter-Kopf-Schulter-Formation bemessen werden und soll mindestens das 200%-fache sein, also einfach die Range nach unten projiziert, dieser SKS-Formation, das heißt vom Kopf gemessen über die Nackenlinie, dieses rechte Tief sozusagen nach unten, und dementsprechend sehen wir jetzt schon, dass einfach das CFV sehr, sehr günstig ist und dass dieser Trade erstens eine hohe Trefferquote haben sollte aufgrund der Güte, wie gesagt, der Annahmen, die wir hier treffen können, und zweitens ist das Chance-Risiko-Verhältnis nahezu optimal für einen Trade im Bereich Swing Trading. Das heißt, hier wollten wir gerne diesen Trade auch in diesem Jahr noch abschließen. Heißt auf Deutsch hier meiner Meinung nach ein sehr, sehr guter Trade, der im Moment immer noch zum Marktpreis relativ komfortabel ausgelöst werden könnte. Wer also hier ähnlicher Meinung ist, der kann hier aktiv werden. So viel zum britischen Pfund gegen den US-Dollar. Wir wollen jetzt im nächsten Bild mal auf den DAX schauen, beziehungsweise eher auf den S&P 500, weil ich es gerade angekündigt habe, wir haben ja letzte Woche einen Trade aufgemacht. Warum auf den S&P 500? Weil er im Moment einfach etwas stärker ist als der DAX, beziehungsweise gewesen ist, dementsprechend auch stärker als der Dow Jones ist. Das heißt, man sollte hier immer so ein bisschen auf die relative Stärke gucken. Das ist das Chartbild aus unserem Webinar vom Donnerstag. Ein Trade eröffnet hier an diesem Verlaufstief mit diesem kleinen Rücksetzer kurz vor dem Zinsentscheid der EZB, und wir sind jetzt am ersten Kursziel. Warum hält der Markt hier oben an? Ganz klassisch ein Volumenwiderstand aus dem Marktprofil. Hier wurde in der Vergangenheit sehr, sehr viel Umsatz generiert. Das heißt, hier hat sich sehr, sehr viel Angebot, Nachfrage zusammengefunden, und die Börse hat das getan, was sie tun soll. Er hat sich hier Preisen gestellt und gearbeitet, und hier hat sich der Kurs sehr lange oder sehr, sehr zielstrebig aufgehalten, hat sich wohlgefühlt, und das ist auch der Grund, warum er Zonen durchquert, in denen wenig Umsatz getätigt wurde, und in Zonen verbleiben kann, in denen eben hier viel umgesetzt wurde. Das bedeutet, wir können auch in diesem Trade jetzt hier einen ersten Teilverkauf realisieren, und dementsprechend schließe ich jetzt den größeren Teil der Position, wir haben sie ja schon aufgeteilt, eröffnet, 0,02 Lot schließe ich jetzt zum Marktpreis, weil wir das erste Kursziel erreicht haben. Für die zweite Position ziehe ich den Stop-Loss jetzt auf den Einstand vom Donnerstag. Das waren 2012 Punkte. Ich setze noch ein halbes Pünktchen drauf, einfach weil ich die Kosten des Brokers hier gerne noch mitverdienen würde, beziehungsweise einfach nichts riskieren möchte. Das heißt, dieser Trade ist jetzt da abgesichert, oder Einstand ist unter der 200-Tage-Linie. Falls man noch nicht drin ist, S&P 500 aber gerne rein wollen würde in den US-Aktienmarkt, würde ich jetzt empfehlen, und wir hatten es letzte Woche schon eingezeichnet, hier einen Rücksetzer abzuwarten bis hier im Kassabereich 2045 Punkten, diese Unterstützung, da kommen dann Stützen, die gleitenden Durchschnitte wieder dazu, und dann ist auch eine Erholung hier eventuell ein guter Trigger für einen Einstieg im S&P 500. Schauen wir auf den DAX, der wird vielleicht mehr Leute interessieren als der S&P 500, und auch hier wieder der Blick auf den Kursindex zunächst einmal. Hier werden einfach die Dividendenzahlungen, die Gewinnausschüttungen rausgerechnet, und dementsprechend ist dieser Indikator etwas klarer, etwas ehrlicher und gilt als Vorläufer für den DAX. Wir sehen auch hier wieder die Wichtigkeit der sogenannten EMA 200er Linie hier im Wochenchart, langfristigen Chartbild nach oben hin abgeprallt. Das Ganze, der Trendfilter wurde nicht unterschritten. Wir sind an einem Fibonacci-Unterstützungsniveau angekommen, haben damit hier einen Cluster gebildet und hatten auch schon in der letzten Woche die Aussage getroffen, dass der DAX steigen sollte, wo wir noch gar nicht wussten, was die EZB macht. Das heißt, wir können hier zunächst mal das Bild bestätigen. Wir haben also einen Aufwärtstrend im langfristigen, in der langfristigen Geldflussanalyse. Dieser befindet sich zwar in der Korrektur, aber ist jetzt wieder in die übergeordnete Trendrichtung unterwegs. Und der Stefan wird später noch was zum Thema Saisonalitäten sagen. Wir wissen ja auch, und ich habe es letzte Woche schon mal kurz gesagt, dass wir zum Jahresende hin statistisch bewiesen
sehr, sehr regelmäßig eine sogenannte Jahresendrallye sehen. Dementsprechend hier auch aus Sicht der Saisonalität mit steigenden Kursen rechnen sollten, beziehungsweise eigentlich fast schon müssen. Es ist das Phänomen, dass jetzt wirklich jeder kauft, dass die Fonds ihre schlechte Performance noch ein bisschen aufpolieren müssen und dementsprechend dann tatsächlich eben solche Kursbewegungen auch entstehen und sich da kaum noch jemand dagegen stellt. Zudem feuert ja die EZB jetzt so gesehen sogar noch mehr Geld in den Markt. Schauen wir mal in den Tageschart rein für den DAX. Trading, Zeithorizont hier. Optimale Variante für Trader wäre jetzt ein Rücksetzer auf 10.500 Punkte. Hier die Möglichkeit, dann ordentlich reinzukommen, wenn die Kurslücke geschlossen wäre und dann dementsprechend hier auch eine Korrektur zu sehen wäre. Es kann aber durchaus sein, dass der DAX jetzt hier tatsächlich direkt durchstartet. Warum? Wir sind auch aus Sicht des Marktprofils im DAX in einer Phase der Ineffizienz. Das heißt, hier hat er sich in der Vergangenheit sehr, sehr selten aufgehalten, war sehr, sehr unglücklich in dieser Zone. Hat Gaps ausgebildet, Kurslücken ausgebildet, hat die nicht geschlossen zum Teil. Und dementsprechend gehen wir auch davon aus, dass er jetzt gerne hier in diese effizientere Wohlfühlzone wieder eintauchen möchte. Das heißt, das direkte Kursziel liegt bei 11.500 Punkten für den DAX. Rücksetzer wäre maximal einzuplanen, wie gesagt, bei 10.5, weil wir dann ein Gap-Close hätten, weil wir dann in die gleitenden Durchschnitte wieder reinlaufen, die den Markt jetzt wieder stützen. Und wir zudem hier dieses Verlaufshoch sehen als horizontale klassische Chartunterstützung. Das wäre also der Leitfaden für den DAX für die kommenden Woche. Wer long ist, sollte hier noch etwas long bleiben. Wer noch gar nicht drin ist und sagt, naja, ich habe jetzt auch diese Jahresendrallye im Gefühl, ich würde gerne hier noch teilnehmen, dann wie gesagt, lohnt sich hier ein Rücksetzer auf 10.500 Punkte. Ansonsten läuft man Gefahr, dass man den Trade hier etwas verliert, aber auch wenn das blaue Szenario eintreten würde, müssten wir spätestens hier bei 11.500 Punkten mit einer Korrektur innerhalb der Effizienzzone rechnen und dementsprechend würde man dann wahrscheinlich sogar hier nochmal in einen Long Trade reinkommen. Das heißt, man sollte hier keine Panik bekommen, sollte notfalls, bevor man jetzt schlecht in den Trade reinkommt, dann zu der Seitenlinie auszuschauen und eben abwarten. Es ergeben sich hier in der Regel auch wieder bessere Szenarien. Hier nochmal das Bild auf dem Stundenchart. Schauen wir uns das auch an. Wir haben einen sehr, sehr starken Trend. Wir hatten einen Ausbruch aus einer bullischen Flaggenformation, dann einen Stundenschlusskurs hier über den letzten Verlaufshoch als Kaufsignal. Dementsprechend dann auch den direkten Durchstarter bis zum Widerstand 10.5, der jetzt als Unterstützung dient. Und hier wäre eben interessant, hier dieses Gap jetzt zu schließen und dann dementsprechend auch wiederum zu korrigieren. Vom Hoch zum Tief könnte man dann und sollte man dann als Daytrader ein Fibonacci reinlegen in das ganze Konstrukt und sieht dann hier, dass die 10.5 nämlich sogar wieder eine Clusterunterstützung sind aus Horizontallinie und wie gesagt auch einem kurzfristigen Fibonacci. Das heißt, hier sollte man dann stundenweise long gehen, beziehungsweise ich darf ja nicht sollte sagen, sondern man kann drüber nachdenken. Hier dann 10.5, wenn der DAX jetzt in der Woche auf 10.5 runtergeht, tatsächlich einen kleinen Long Trade zu eröffnen. Stop Loss ist jetzt relativ schwierig zugegebenermaßen, weil man müsste ihn eigentlich aus Sicht der Markttechnik irgendwo hier unten hinlegen. Das ist viel zu weit weg, das heißt, ich würde das hier im Grunde genommen prozentual bemessen. Ich würde so 2%, 3% vom aktuellen DAX-Wert den Stop Loss weglegen im Intraday-Bereich und dann dementsprechend so arbeiten, dass ich ein bis zweimal ausgestoppt werden kann. Frage von Eduard möchte ich mal ganz kurz einblenden. Könnten Sie bitte die Einstellungen zeigen für das Price-Volume-Profile? Vielen Dank. Eduard, danke für die Frage. Marktprofil ist sicherlich vielen ein Begriff. Wer damit gar nichts anfangen kann, der findet rechts oben auf unserem YouTube-Kanal ein Grundlagenvideo zum Thema Marktprofil, wo auch erklärt wird, wie man das einstellt. Ich erkläre es aber noch mal ganz kurz, weil es durchaus auch interessant ist und wie gesagt, eigentlich von jedem genutzt werden sollte, der technische Analyse selber betreibt. Marktprofil ist in der Regel so einzustellen, dass man das Chartbild, was man am Bildschirm sieht, in dem Fall jetzt ungefähr ein Jahr, auch hier Marktprofil sieht. Das heißt, man kann das grob auf 250 Perioden stellen, dann hat man 250 Kerzen und in der Regel dann auch grob ein Börsenjahr und sieht dann das, was relevant ist jetzt für die nächsten Tage im Tageschart. Das wäre also die Einstellung, die hier zu treffen ist.
Diese wahlweise Columns bedeutet einfach nur die Skalierung der einzelnen Balken. Ob man das feiner oder etwas grober mag, das soll dann eben jedem selbst überlassen sein. Also ich skaliere das so, dass ich genau sehe auf meine Historie, die ich auch im Chart betrachte. Dann stelle ich mir das also hier so ein. Ziehe ganz kurz hier, wenn man ThreadSignal benutzt, mit dem ganz normalen Linien-Skript einmal über den Bildschirm, sehe dann, es sind 260 Kerzen ungefähr. Das heißt, ich muss jetzt, wenn ich es ganz korrekt machen will, mein MacBook für sogar 10 Tage erweitern. Und dann sehe ich schon, dass ich jetzt hier unten diesen Ausreißer auch noch mitsehe. Und dann habe ich schon hier die perfekte Einstellung für das MacBook gefunden. Wie gesagt, wer sich dafür interessiert, findet aber da auch nochmal ein Video von mir. Das geht ungefähr fast eine Stunde nur zum Thema MacBook, ist durchaus interessant, sich vielleicht mal anzugucken. Ja, Thomas schreibt mir hier nochmal zur SKS-Formation im Euro-US-Dollar im Stundenchart von letzter Woche. Wir hatten ja darüber diskutiert. Danke an Thomas, schön, dass du wieder da bist. Und es ist auch eine ganz gute Überleitung zum Thema Euro-US-Dollar. Schauen wir mal kurz, was unsere Major-Währung hier macht. Blick auf den Monatschart, wer sich es lange nicht angeguckt hat, ist durchaus interessant. Wer jetzt davon redet, dass der Markt sehr volatil ist und stark schwankt, ich höre das öfter mal oder lese das leider öfter mal, macht natürlich einen riesen Fehler. Der Markt ist in der Regel überhaupt nicht volatil. Es passiert sogar relativ wenig in letzter Zeit in diesem kompletten Segment der Währungen. Euro-US-Dollar aus Sicht des langfristigsten Chartbilds hier im Monatschart natürlich in einem Abwärtstrend, aber gerade so in den letzten Monaten ein bisschen in die Korrektur übergegangen. Chartbild sagt jetzt nicht so viel aus, aber es ist durchaus immer mal interessant, sich das hier anzugucken. Gehen wir runter in den Wochenchart, da sehen wir ein ähnliches Bild. Gleitendurchschnitte sind da unten aufgefächert. Das heißt, hier sollte man, und das haben wir auch letzte Woche schon ordentlich festgestellt, Vorsicht walten lassen. Longseite ist überhaupt nicht tradebar, also aus Sicht der Trendlehre vollkommen verboten. Wir sehen sogar hier, dass wir so eine Art Keil ausbilden. Ich zeichne den mal ganz kurz hier ins langfristige Chartbild ein. Und wir sind jetzt hier, wenn man es genau nimmt, sogar schon unten durch. Das heißt, wir sollten hier weiterhin auf der Short-Seite nach Einstiegen suchen, die wir ja, wie Thomas gerade geschrieben hat, auch schon sehr, sehr gut gefunden haben. Euro-US-Dollar D1, schauen wir uns das nochmal an, Tageschart. Wir sind wieder an der 200-Tage-Linie abgeprallt. Das hier war übrigens dann die EZB. Wir sind jetzt wieder unter den gleitenden Durchschnitten, das heißt, der Abwärtstrend bestätigt sich nun auch in dieser Zeiteinheit. Man kann das jetzt hier nochmal unsere Trading-Matrix auch wieder fortsetzen. Wir haben also hier Wochenchart, Abwärtstrend. Wir haben jetzt auch wieder Tageschart, einen Abwärtstrend. Das heißt, das Ganze wird jetzt wieder schöner, weil einfach die Zeiteinheiten übereinstimmen und bessere Trades möglich sind. Und dementsprechend wollen wir hier jetzt auch nochmal prüfen, warum wir denn eine Position hier empfohlen hatten. Einfach Euro-US-Dollar. Die Idee war, dass sich diese verschiedenen Tiefs, die nah beieinander liegen, so eine kleine Kettenreaktion an Sell-Stop-Orders auslösen, also an Verkaufsorders. Das ist durchaus auch hier passiert, weil einfach dann hier diese zweite Tageskerze auch nochmal recht dynamisch war. Jetzt ist die Möglichkeit im Euro-US-Dollar einen Rücksetzer abzuwarten, hier an diese Tiefs heran, bei 1,11 ungefähr, wäre also eine Short-Position in einer Erholung mit einem Sell-Limit denkbar. Das wäre durchaus praktikabel. Stop-Loss müsste dann über das letzte Verlaufstief, der Verlauf so bei 1,15 gelegt werden, über den 200-Tage-Durchschnitt, über das Haupteffizienzlevel aus dem Marktprofil und das letzte, wie gesagt, Verlaufshoch. Chance-Risiko-Verhältnis ist jetzt hier nicht so optimal, wie gerade im britischen Pfund vorgestellt, ungefähr 2:1, wenn man hier unten bis zum tief durchhandeln würde. Das bedeutet, dieser Trade im Tageschart nicht so effizient bzw. nicht so interessant. Interessanter wird das Ganze dann im kurzfristigen Bereich durchzutraden. Schauen wir uns den Stundenchart also an. Wer unter der Woche Zeit hat, kann den durchaus nutzen. Was kann ich machen? Im Stundenchart, ich ziehe wieder ein Fibonacci vom letzten Tief über das letzte Hoch und ermittle so finanzmathematische Widerstände, die alle Marktteilnehmer sehen und alle gleich deuten. Dementsprechend könnte man sich hier in eine Erholung hinein eine kleine Staffel legen. Wichtigste Shortmarke wird wohl sein die 1187, weil dann einfach hier auch der 200-Stunden-Durchschnitt runterkommt und die Korrektur schon beendet sein könnte. Peter fragt gerade, ob es das Marktprofil im Agena Trader gibt. Das kann ich leider nicht beantworten, da der Tristan aber mit dem Agena Trader handelt.
würde ich dann eventuell die Frage nochmal weiterreichen, wenn der Tristan dann zum Thema Markttechnik mit dem Agina Trader agiert. Falls das der Tristan nicht weiß, kann er ja mal ganz kurz prüfen, ob das irgendwie rausfindbar wäre. Also theoretisch sollte die Software das auf jeden Fall können. Australdollar, US-Dollar hat man letzte Woche auch noch vorgestellt für einen möglichen Trade. Schauen wir mal kurz hier in das Chartbild rein. Lage ist unverändert, das heißt, wir müssen hier im Grunde genommen nicht wirklich großartig weiter drüber sprechen. Hier ist also nichts passiert. Das hat hier die EZB hat diesen Australdollar nicht wirklich tangiert, interessiert. Von daher hat sich die Lage hier nicht verändert. Und was wir noch auf dem Schirm hatten, war US-Dollar gegen kanadischen Dollar. Da wollen wir auch nochmal kurz drauf schauen auf die aktuelle Situation. Wir sind wieder in Richtung der überbauten Trends unterwegs. Das heißt, wer hier eine Position aufgebaut hat, der ist jetzt gut beraten, eventuell den Stop-Loss hier ans letzte Tief ranzuziehen. Ich habe es ehrlich gesagt knapp verpasst. Meine Order lag hier bei 1,2704 in diesen Ausbruchshochs, an diesen alten Hochs, damit jetzt Unterstützungen. Es wäre aber immer noch denkbar, dass wir so eine Art ABC-Korrektur hier reinkriegen, das heißt eine sogenannte dreiwellige Korrektur. Dann würde ich tatsächlich hier auch noch in meine Position reinkommen, wenn sich das beispielsweise A, B, C mäßig abspielt und nochmal hier in diese Zone reinläuft. Ansonsten müsste man, wenn man Angst hat, dass das jetzt direkt hier durch die Decke geht, auch hier in den Stundenchart reingehen, was natürlich schwierig ist für die Leute, die tagsüber hier nicht die Zeit haben, das Ganze zu verfolgen. Im Stundenchart sieht das Ganze schon etwas besser aus. Wir sind jetzt über diesen Widerstand hier drüber geeiert. Das ist jetzt relativ unsauber gelaufen. Dieser wird jetzt natürlich zu einer sauberen Unterstützungszone und dementsprechend kann man hier einfach einen super Stop-Loss auch wieder positionieren. Wir sehen den Aufwärtstrend markttechnisches Verlaufstief 1, Punkt 2, Punkt 3, bestätigt der Punkt 2, Tiefpunkt 3 und hier jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit in der nächste Punkt 2 und die Fortsetzung dieses Trends. Wir haben aber auch gesehen, dass im Tageschart durchaus die Möglichkeit nochmal für eine dritte Korrekturwelle wäre. Dementsprechend würde ich jetzt hier empfehlen, wer reingeht, zum Marktpreis beispielsweise, wie gesagt, den Stop-Loss hier unter das Tief bei 1,3040 legen, unter die 200-Stunden-Linie, unter die Unterstützung und unter das letzte Verlaufstief aus Sicht der Markttechnik. So viel zu unseren Positionen vom letzten Mal. Ich hoffe, wir können hier weiterhin so fahren, wie wir es gerade tun. Das ist an sich ein sehr entspanntes Trading. Wir haben eine Reihe interessanter Trading-Ideen im Moment. Mal ganz kurz aufs Gold schauen, weil dazu gerade gefragt wurde. Gold D1. Nochmal der Hinweis von der letzten Woche. Gold ist am Haupteffizienzlevel auf dem Marktprofil angekommen, hat jetzt hier einen riesigen Volumenwiderstand vor sich, fällt im Wochenchart noch abwärts gerichtet, langfristig fließt also Geld raus aus dem Segment der Rohstoffe und fällt im Tageschart jetzt auch zurück unter die 200-Tage-Linie. Das heißt, meiner Meinung nach wird Gold sich jetzt hier entweder nach unten absetzen oder alternativ wird jetzt hier maximal in die Effizienzzone reinlaufen und hier verbleiben, aber nach oben hin ist erstmal der Deckel drauf, nach oben hin wirkt dieser Volumenklumpen, wie gesagt, erstmal nicht sehr sexy für die Käufer. Von daher Gold im Moment aus unserer Sicht eher uninteressant, auch aus Short-Sicht nicht interessant, weil wir im Stundenchart natürlich eher einen Aufwärtstrend sehen, im Tageschart auch so ein ganz vorsichtiges nach oben kommen. Wenn noch Wünsche sein sollten, die ich mir aus Sicht der Charttechnik anschauen sollte, stellt sie bitte in den Chat ein. Ansonsten würde ich mich jetzt freuen, wenn der Stefan Friedrichowski hier übernimmt. Der Stefan, wie gesagt, leitet bei uns im Grunde genommen die Entwicklung von Handelssystemen, kennt sich sehr gut aus im Bereich Excel, C-Programmierung, kann sehr, sehr gut mit Daten umgehen, diese veredeln, verarbeiten und kann eben daraus sehr, sehr interessante Schlüsse ziehen, die uns hier auch in Summe sehr, sehr gut unterstützen können bei der Analyse und dementsprechend heute, wie gesagt, mit dem Blick auf die Saisonalitäten. Stefan wird auch in München sein Ende November und wird hier zwei Vorträge sogar halten. Das wird einmal eine Forex-Trading-Strategie sein, Multi-Timeframe, und einmal dann das Traden mit Regressionsgraden. Wer also hier eine Affinität hat zur Statistik, zum Trading nach Statistik, der sollte sich hier das Programm vielleicht dann nochmal anschauen. Ansonsten, Stefan,
würde ich dir jetzt sehr gerne die Moderation übergeben und freue mich auf deinen Vortrag und dann im späteren Verlauf, wenn du dann fertig bist, sind wir noch gespannt auf die markttechnischen Trading-Ideen von Tristan Budach. Ja, herzlich willkommen auch von mir, Stefan Friedrichowski. Ich gehe mal gleich in die Dinge hinein. Eingeführt bin ich ja jetzt bereits bestens, aber deswegen gehen wir doch dann gleich mal in die Saisonalität und in den statistischen Ansatz, der dahinter steht. Die Saisonalitäten sind eigentlich dafür geeignet, sich einen zusätzlichen Bias für sein Trading zu beschaffen. Das heißt, hier geht es bei den Seasonals zunächst mal noch nicht darum, gleich zu sagen, ich habe quasi eine Art Handelssystem einfach aufgrund der Seasonals, sondern die Seasonals kann ich dazu nutzen, dass ich weiß, was in der Vergangenheit typischerweise in bestimmten Monaten, in bestimmten Quartalen jeweils passiert ist und daraus eine Ableitung treffen, ob es dann auch mit erhöhter Wahrscheinlichkeit wieder in den Folgemonaten und Jahren entsprechend eintritt. Das heißt, es ist kein Handelssystem, es ist auch keine Analyse im Sinne der Markt- oder Charttechnik, sondern es ist eine Analyse einfach aufgrund der statistischen Daten der Vergangenheit. Auf unserer Homepage findet man ja einen eigenen Reiter zu Seasonals. Da ist unter anderem DAX und auch Öl, Euro, US-Dollar und Gold entsprechend zu finden, jeweils auf Sicht des gesamten Jahres als auch jeweils des einzelnen Monats. Als vorhin Christian schon mal angesprochen hat, hey, was könnte noch dieses Jahr so alles gehen? Wir sind jetzt gerade steil im DAX einmal nach oben angestiegen und Christian hat mal so erwähnt, da könnte noch mal eine gute Korrektur kommen. Die eigentliche Jahresendrallye, die haben wir nämlich noch vor uns. Wir sind in einem bisschen in der Jahresendrallye schon bereits drin, rein statistisch gesehen, aber der eigentliche Brüller gewissermaßen, der kommt dann erst gegen Ende des Jahres, nämlich in Richtung Dezember. Die Seasonals will ich jetzt aus zwei Aspekten nochmal genau beleuchten, nämlich zum einen, was wir hier ja auch in diesem Bild sehen, ist eine Auswertung der letzten 10 Jahre, dann verteilt halt auf die einzelnen Monate. Das will ich mal einfach aus Sicht des bisher abgelaufenen Jahres nochmal genau betrachten. Wie lief eigentlich der DAX relativ zu dem, was wir bisher aus Sicht der Seasonals sehen? Machen wir mal wirklich einen 1-zu-1-Vergleich. Und im zweiten Teil möchte ich das Ganze nochmal ein bisschen erweitern, nämlich mehr auf eine Intraday-Sicht, also eher so auf Handel eines Stundencharts im DAX bzw. S&P 500. Und das werden wir uns dann ebenfalls noch genauer anschauen. Einen solchen Seasonal Chart, der fällt natürlich logischerweise nicht vom Himmel, sondern dieser Seasonal Chart ist auch von uns entsprechend selber gemacht. Selber gemacht heißt schlicht und ergreifend, das heißt, man nimmt sich beispielsweise die Kursdaten, bastelt sich ein entsprechendes Excel-Sheet, wo man dann halt die relative Kursbewegung relativ zum Jahresanfang entsprechend macht. Also wer schon mal ein bisschen mit Excel vertraut ist, das ist kein Hexenwerk und in endlicher Zeit bekommt man dann auch entsprechend eine solche Abbildung dann hin. Wer unmittelbar mal an solchen Daten interessiert ist, der kann gerne einfach mal eine E-Mail auch an info@trading-stars.de schreiben, weil ich gerade schon die erste Frage danach auch hier schon sehe. Also, das ist natürlich jetzt erstmal das gleiche Bild wie auf der Homepage, nur halt im Original Excel-Sheet. Ein kleiner Unterschied, auf der X-Achse sind jetzt nicht die Tage des Jahres, sondern die Handelstage, deswegen endet das Jahr auch nicht bei 360 oder 365, sondern jetzt hier im Chart bei 258. Darin eingemalt habe ich dann mal den DAX-Verlauf von 2015
Und jetzt wird wahrscheinlich der ein oder andere gleich zusammenbrechen und sagen, hey, das passt ja nichts zusammen. Bitte erinnern, ich habe eingangs betont, ein Seasonal ist nicht dazu da, um ihn als quasi starres Handelssystem nachzuhandeln und versuchen, jede Welle, die hier die blaue Linie entsprechend mir macht, dass ich dann immer sage, okay, wenn ich ein Maximum habe, dann verkaufe ich meine Long-Position, steige ein in eine Short-Position und wenn dann hier wieder das Minimum erreicht ist, irgendwo Mitte März, dann eröffne ich wieder die nächste Long-Position und so weiter. Das geht so natürlich nicht. So vorhersagbar ist definitiv die Welt der Börse auf keinen Fall. Aber wir versuchen uns einen statistischen Vorteil zu erlangen und das ist halt das, was wir hinten im Bereich sehen und deswegen auch vorhin nochmal meine Eingangsbemerkung, die eigentliche Rallye sollte dann mit Ende November, Anfang Dezember starten. Genau kurz vor Weihnachten wäre dann die Rallye vorbei. Was wir also sehen, ist jetzt hier rot, der DAX aus dem Jahr 2015, eingetragen genau in die gleiche Grafik des Seasonals und wir sehen halt den jüngsten steilen Anstieg, also die Kurse gehen jetzt hier für diese Grafik tatsächlich bis gestern. Einen solchen Anstieg hat man natürlich nicht in einem 10-Jahres-Mittelwert, aber wir sehen genau, wo wir uns entsprechende Vorteile verschaffen können oder könnten. Da ist halt sehr viel Konjunktiv, deswegen ist auch meine Empfehlung immer die zu sagen, Seasonals sollte man nutzen, um sich einen persönlichen Bias zu schaffen. Das heißt, wenn wir jetzt in Richtung der Jahresendrallye laufen, heißt das, ich suche mir Long-Einstiege. Short-Einstiege einfach aufgrund der Statistik im Moment verboten. Und jetzt müssen wir halt den weiteren Abgleich machen über Markttechnik, über Charttechnik, um dann den entsprechenden Einstieg zu finden. Würde ich jetzt beispielsweise daraus abgeleitet unmittelbar long einsteigen? Nein, sondern genau wie auch aus Markt- und Charttechnik, was wir jetzt bräuchten, wäre erstmal wieder eine Korrektur und die darf auch gerne noch ein bisschen auf sich warten lassen und dass wir dann in Richtung Jahresende entsprechend eine solche Rallye initiieren können. Das kann man natürlich machen einerseits für den DAX, das kann man machen auch für andere Underlyings und findet entsprechende Auswertungen und die sind auch auf unserer Internetseite so zu finden. Die nächste sozusagen Steigerung oder die nächste Herangehensweise an Seasonals ist auch die Frage, kann man denn auch entsprechende Muster innerhalb eines Tages sehen? Gibt es typische Zeiten, an denen bestimmte Dinge passieren? Das heißt, was wir jetzt gewissermaßen vorhaben, ich gehe dazu kurz noch mal einmal hier in Chartbild, hier beispielsweise den DAX auf Stundenbasis, den haben wir natürlich, wir sind es so gewohnt, quasi linear in der Zeitachse. Das heißt, nach links ist die Vergangenheit, nach rechts ist dann irgendwann die Zukunft und da, wo der Chart aufhört, ist die Gegenwart. Das ist jetzt relativ trivial, meine Bemerkung, aber wichtig ist aus dem, kann man jetzt, wenn man jeweils einzelne Tage genauer übereinander legt, kann man dann bestimmte Abhängigkeiten entsprechend finden. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Einmal in Hinsicht von Bewegungen, aber, und das ist auch ganz wichtig, ich habe hier nicht umsonst auch unten noch einen ATR mit eingemalt, aus dem Grund, weil wir auch die Volatilität gewissermaßen als Maß über dem Tagesverlauf entsprechend uns angucken wollen. Wie soll sowas aussehen? Dazu mal zunächst mal machen wir erstmal S&P 500 und nach dem S&P 500 gehen wir dann auch nochmal auf den DAX. Ich öffne mal eben hier ein Bild und da zunächst mal hier die Erklärung, wie dieses Bild zu interpretieren ist. Das Bild, was jetzt hier zu sehen ist, ist eine Auftragung gegen die Uhrzeit, also die X-Achse bildet hier die Uhrzeit. Die Y-Achse ist gewissermaßen der Blick in die Vergangenheit. Das heißt, hier sind 100 Tage in der Vergangenheit aufgemalt und hier ist im Moment der Stichtag, der 24.02.2012. Was wir jetzt über die Farbskala messen, ist die Bewegung, die zu dieser Zeit entsprechend passiert. Ist zum Beispiel jetzt hier rund kurz vor 13 Uhr, deutet sich hier eine rote Farbe an, heißt, dass die letzte Stunde, die
wenn man eine Stunde in die Vergangenheit schaut, da relativ starke Bewegung war. Und wir sehen sehr, sehr große Bewegung hier Richtung 21 Uhr. Und das Ganze in die Y-Richtung ist dann jeweils die Vergangenheit. Ich lasse den mal kurz ein bisschen laufen. Das Ganze geht nämlich schon als Film und halte ihn auch kurz Zeit später einfach nochmal an. Das heißt, damit wir jetzt nochmal kurz wieder hier uns dran gewöhnen, wie eine solche Auftragung zu lesen ist, gewissermaßen verschwinden die Tage nach oben raus, die schieben sich hier durch und wir sehen entlang der X-Achse einfach dann die Volatilität des Tages, weil deswegen heißt das Ganze hier bei mir gerade abs wie absolut, die absolute Änderung der letzten Stunde. Wenn wir also jetzt hier mal so eine horizontale Linie uns denken, dann sieht man, hey, am Vormittag ist eigentlich so ziemlich gar nichts los. Und genau typischerweise zur Börseneröffnung bei den Amerikanern kommt dann auch wieder Bewegung in den Markt. Und so können wir uns jetzt hier gewissermaßen im Superschnelldurchlauf ein Bild erzeugen, wie wir es natürlich in einem klassischen Chartbild nie bekommen, nämlich eine Art dynamische Volatilität, immer mit Rückblick auf in Summe 100 Tage. Und damit das Bild halt nicht noch aussagekräftig bleibt, wird jetzt hier in diesem Bild immer ein Mittelwert über die letzten 50 Tage für die entsprechende Uhrzeit gebildet. Deswegen steht hier oben das Wort SMA 50. Was wir also jetzt hier, wenn wir eine solche Auftragung machen, sehen wir zum Beispiel auch allein aufgrund der Farbkonstellation, dass hier ziemlich tote Hose war. Das heißt, wir sehen sehr wenig. Aber was wir vor allen Dingen zusätzlich sehen können, einfach als eine Konsequenz, als eine Ableitung, am Vormittag einen S&P 500 zu handeln, lohnt sich definitiv überhaupt nicht. Da ist gar nichts los und von daher sollte man das einfach auch entsprechend sein lassen. Interessanter ist natürlich jetzt nochmal als nächstes die Frage, gibt es auch bestimmte Bewegungsrichtungen? Das heißt, wir machen ja hier einfach nur die Frage nach Volatilität. Jetzt können wir die gleiche Frage auch nochmal stellen nach einer echten Richtung. Das heißt, wir gucken uns jetzt hier in dem Fall an, gibt es eine positive Bewegung eher oder eine negative Bewegung? Negative wären dann blaue und positive wären rote. Auch diesen Film kann man genau in der gleichen Art und Weise ablaufen lassen. Ich werde ihn auch gleich mal wieder an einer entsprechenden interessanten Stelle ablaufen lassen, anhalten, weil wir hier eine Begebenheit sehen, die durchaus auffällt und auch sich tradingmäßig entsprechend nutzen lässt. Achtet mal bitte auch in den nächsten Tagen, jetzt die hier gleich vorbeifließen, darauf, dass gerade am Tagesende eher eine rote Farbe auftritt. Das heißt, wir haben tendenziell gerade am Abend nochmal typischerweise einen Anstieg im S&P 500, den wir genauso auch entsprechend dann nutzen können. Diese Anstiege treten eher gehäuft aus. Natürlich nicht immer, es ist kein festes Regelwerk. Das heißt, wir haben hier typischerweise solche Anstiege und die sollten wir nutzen. Das Zweite, was wir hieraus auch sehen, schon direkt ableiten können, ist, dass wir da, wo besonders viele Farbwechsel stattfinden, das sind die geeigneten Momente für Ausbruchtrades. Das heißt, hier haben wir einen Indiz dafür, dass wir Range-Breakout-Trades platzieren können, weil wir hier dann mit einer heftigen Bewegung entsprechend eine heftige Bewegung erwarten können. Dass das nicht immer zur gleichen Uhrzeit passiert, ist natürlich auch klar, aber wir können genau solche Auswertungen dazu nehmen, um dann diese Zeitfenster dynamisch anzupassen, um dann entsprechend solche Trades auch uns zu überlegen und diese dann auch genauso zu platzieren. Das ist einfach mal der S&P 500 und zum guten Abschluss will ich das Ganze auch noch mal einmal für den DAX zeigen und da gucken wir uns auch gleich die Bewegung so an, dass wir wirklich sehen, wann in welche Richtung hier was losgeht. Gut, 2012, da war mal heftig Bewegung im Markt, die dann allerdings auch relativ schnell wieder aufhört und auch hier kann man sehen,
wann ist hier eigentlich jeweils mit guten Trades im DAX, also wann lohnen sich diese Einstiege? Sofort kann man natürlich ableiten, am Abend eher nicht. Achten wir jetzt im Verlauf des weiteren Filmes nochmal darauf, wie wir insbesondere hier so die ersten 2 Stunden sehen, dann kann man ebenfalls daraus schon einen ersten guten Indikator ableiten, nämlich, dass genau solche Anfangsphasen im DAX, wenn denn mal überhaupt was passiert, hier ist also relativ tote Hose wieder im DAX gewesen, dann sehen wir gleich, dass wir gerade im DAX am Anfang des Tages eher auch mal Anstiege entsprechend zu finden haben. Das Ganze zum Abschluss, das habe ich nämlich gerade sozusagen Bild und Information kurz noch ein bisschen ausgetauscht. Also jetzt sehen wir genau die Anstiege, die typischerweise eher am Tagesanfang genau schon passieren. Am Tagesende ist dann nachher wieder ein bisschen Ruhe. Und auch hier sehen wir, an welchen Stellen sich jeweils solche Ausbruchtrades lohnen und wo man am besten bei welchen Uhrzeiten solche Trades dann auch entsprechend platzieren kann. Das sind immer Indikationen, die man in sein Tagestrading mit einbauen kann. Natürlich nicht muss, daraus entstehen keine Gesetzmäßigkeiten, sondern schlicht und ergreifend nur Vorteile für das eigene Traden. Ich muss mal kurz noch in die Fragen schauen. Es werden die Farben erst dann erscheinen, wenn der Ausbruch stattgefunden hat. Ja, das ist schon richtig. Wir sehen hier typischerweise die Zeiten, wo dann viel Bewegung war. Aber jetzt kommt halt der Gedanke, der dahinter steckt. Wenn ich typische Uhrzeiten identifizieren kann, an denen mit Bewegung zu rechnen ist, dann gehe ich genau vorher hin und werde entsprechende Range Breakout dann platzieren. Um den Bogen kurz zu schließen, also Seasonals. Seasonals sind erstmal nur eine statistische Aussage über Bewegungen, wie sie typischerweise über bestimmte Zeitskalen passieren. Genauso wie wir hier ableiten können, das, was man so eine Jahresendrallye nennt, kann man ähnliche Aussagen auch dann auf Intraday-Basis machen und das dann wiederum quer durch alle Underlyings. Sie können also das Traden bereichern, einfach in der Art und Weise, dass man wieder sich diesen Bias schafft, um tendenziell diesen Wahrscheinlichkeitsvorteil auch tatsächlich zu haben und den dann wiederum in die Trades mit umzusetzen. Das mal ein ganz kleiner Ausblick in die Statistik. Jetzt gehen wir wieder zurück in die klassische Markttechnik und diesen Teil wird dann Tristan übernehmen und den machen wir dann auch gleich mal zum Moderator und das heißt, er kann auch seinen Bildschirm entsprechend übertragen. Soweit von mir. Vielen Dank. Danke, Stefan. Danke. So. Dann auch nochmal einen guten Abend von meiner Seite aus München. Jetzt beschäftigen wir uns mit der Markttechnik und ich würde kurz die Frage mit dem Indikator beantworten. Und zwar, wenn man in den Chart geht, ploppt hier oben immer ein Fenster auf für die Indikatoren. Einfach mal draufklicken, das Menü für Indikatoren öffnen und dann nach unten scrollen, dann gibt es einen Indikator, der heißt Volumen Zone. Das ist dieser hier. Einfach mal auf New drücken. Hier oben haben wir die, die Periodenzahl, die wir zurückschauen wollen. 250 Tage oder Stunden, je nachdem, in welcher Periode man sich befindet. Und wenn man das einfügt, hat man quasi das Marktprofil im Agena Trader. So. Ich hoffe, soweit ist das erstmal verständlich gewesen. Ich schmeiß das erstmal wieder raus, damit es ein bisschen übersichtlicher bleibt für uns. Zack. Passt. Ich würde uns kurz ein paar Aktien einfach durchgehen. Wir hatten ja letzte Woche 1-2 Werte durchgenommen und darunter ist die Adidas gewesen mit dem Kürzel ADS.
Das sehen wir auch schon aktuell auf dem Monitor. Ich würde diese halt gerne nochmal beleuchten, da sie am schönsten in unsere Richtung gelaufen ist, die wir gehen wollten. Ich gehe einfach nochmal kurz von Anfang an durch. Wir schauen uns ja immer den Wochenchart an als absoluten großen Trend. Wir sehen hier immer noch ein aktiver Aufwärtstrend. Da kann man sich nicht drüber streiten, das ist einfach definitiv so. Und dieser versucht aktuell eine neue Bewegung nach oben auszubilden. Dies geschieht in Form eines Aufwärtstrends in einer tieferen Zeitebene. Um uns das Bild jetzt noch genauer anzuschauen, switchen wir in den Tageschart. Im Tageschart sehen wir die Bewegung aus der Woche als grün eingezeichneter Aufwärtstrend. Wir sehen, dass die neu entstandene Bewegung über den großen P2 des grünen Trends stark ausgebrochen ist. Ich zoome kurz näher ran, damit man das gut sieht. Es gibt drei dynamische große Kerzen, die über den letzten Punkt 2 bei 78 Euro ausgebrochen sind. Unsere Trade-Idee war im Stundenchart, dass wir, man sieht noch die letzten Linien, beim Bruch der 77,29 wollten wir long mitgehen und unser Stop wäre vorerst bei der 74-Euro-Marke gewesen, wäre nicht verletzt worden und wir wären heute voraussichtlich immer noch in diesem Trade. Und aktuell geht es im Stundenchart in der Adidas-Aktie darum, einen neuen Punkt 2 im blauen Trend zu definieren. Dies kann sich noch eine Weile hinziehen, da sich der untergeordnete Trend sehr stabil bewegt. Allerdings bei der 82-Euro-Marke erste Schwächezeichen zeigt. Ich male kurz den Trend ein. Jetzt müssen wir kurz die Farbe anpassen. Aktuell haben wir noch die Trendfarbe aus der Woche. Das war ein bisschen zu dunkel. So, jetzt haben wir es. So, dann hätten wir hier die Korrektur gesehen. Der Bruch der 77,27er Marke war der Entry. Der Markt lief in einer schönen, sauberen Bewegung nach oben. Wie gesagt, die dynamischen Kerzen am Punkt 2 und in einer tieferen Zeiteinheit, voraussichtlich 15-Minuten-Chart, bewegt sich ein wunderschöner Aufwärtstrend. Ich zeichne ihn kurz mal ein. Hier im 15-Minuten-Chart, zack, immer weiter nach oben. Aktuell würde der Stop für den aggressiven Trader hier oben liegen, wer die Bewegung der Woche, des Tages weiter nach oben will, muss seinen Stop von hier unten, von dem letzten Punkt 3, jetzt nach hier oben verschieben, quasi fast auf Einstand. Wir haben das Risiko um 2/3 minimiert, also schon mal gar kein schlechtes Geschäft. So, soweit zur Adidas-Aktie. Allerdings hat sich auch in ein paar anderen deutschen Aktien etwas getan. Und zwar gehen wir einmal auf die Heidelberger Zement-Aktie ein. So, dann holen wir sie uns kurz auf den Schirm. Da haben wir sie auch schon. Gucken wir sie uns mal im längerfristigen Chart an. Seit 2009 ist für uns interessant. Dann malen wir uns eben gerade den absoluten großen Trend ein. Im absoluten großen Trend für uns befinden wir uns definitiv in einem Aufwärtstrend. Dieser wurde schön korrigiert, ist wieder in die Bewegung gegangen und aktuell sind wir tief in einer Korrektur. Und es gibt erste Anzeichen am
rechten Ende des Charts, dass wir wieder Richtung Norden laufen wollen. Quasi der große Punkt 2 unseres absoluten großen Trends ist unser Ziel. Wir zeichnen das kurz ein. Das ist quasi hier oben bei Punkt 2 ist unser Ziel. Ganz groß übergeordnet. Das müssen wir im Hinterkopf behalten. So, Punkt 3. Zack. Dann gucken wir uns das Ganze mal im Tageschart an. Der Tageschart ist unser absoluter mittlerer Trend. Wir sehen aktuell dynamische Bewegungen in der vorletzten Kerze. Ist ebenfalls wieder passiert bei dem Durchbruch durch einen P2, was einen neuen Trend in der mittleren absoluten Trendebene ausgebildet hat. So. Na, sind manchmal ein bisschen zickig. Dann zeichne ich das kurz ein. Wir sehen, dass der Markt sehr dynamisch hier über das Hoch drüber gelaufen ist, somit in dieser Trendgröße einen neuen Aufwärtstrend gebildet hat. Der Markt kam von hier oben nach unten in einem Abwärtstrend. Dies stellte im übergeordneten Trend die Korrektur dar. Und jetzt kam es zur ersten minimalen Verletzung dieses grünen Abwärtstrendes bei dem letzten Punkt 3 hier. Kommt es jetzt quasi im Laufe der nächsten Tage zu einem Close-Kurs oberhalb der 68,50er Marke, geht unser grüner Trend definitiv auf Long und ich würde quasi warten, bis der Trend einen kleinen Rücksetzer macht, am besten auf das Hoch des letzten P3s und da würden wir im Stundenchart einsteigen. Zur Verdeutlichung schauen wir uns das kurz noch im Stundenchart an. Also Heidelberg Zement definitiv auf der Long-Seite handelbar. So, da zeichnen wir nochmal kurz den übergeordneten Trend ein. Zack, zack, zur besseren Verständlichkeit. Und aktuell befindet sich an der rechten Seite eine sehr dynamische Aufwärtsbewegung. So. Der kleine absolute Trend ist bei uns blau gezeichnet. Zur besseren Übersicht. Und dann haben wir eine Bewegung, eine Korrektur, dann kommt es zur Bestätigung des Aufwärtstrends. Eine starke dynamische Bewegung nach oben treibt den Kurs hier über den letzten großen P2. Und jetzt können wir darauf warten, dass der Stundenchart hier korrigiert bis auf das Level von 66,80 oder 66,60 und wir versuchen quasi hier in dem Gebiet unseren Einstieg zu finden. Unter anderem kann das 50er FIBO sein. Eine andere Unterstützung, die man hat, auf jeden Fall ist das Gebiet um die 66,60 sehr interessant, um long zu gehen, um an den ganz großen Punkt 2 im absoluten großen Trend zu kommen. Dadurch, dass wir den Einstieg auf dem Stundenchart suchen, ist unser Risiko relativ gering gegenüber dem Ziel, was wir haben. So, dann lösche ich kurz die Zeichen wieder raus. Dann würde ich kurz noch auf eine Aktie eingehen, die vielleicht etwas für Investoren ist, also quasi für die nächsten Wochen oder sagen wir es mal auf das nächste halbe Jahr sehr interessant ist. Sie ist mir nur vorhin beim Switchen durch die Aktien sehr aufgefallen. Und zwar handelt es sich dabei um die Aktie Lanxess.
Wir gehen das gleiche Spiel wie immer durch. Wir schauen uns als erstes den Wochenchart an, den absoluten großen Trend. Und wir sehen, dass sich ein großer Aufwärtstrend im Wochenchart ausgebildet hat. Ich zeichne das gerade ein zur besseren Verständlichkeit. Ein Punkt 2, dann kam es zu einer Korrektur. Es hat sich ein Punkt 3 gebildet. Dann kam es wieder zu einer Bewegung. Dann wurde ein Punkt 2 bestätigt. Und aktuell befindet sich der ganz große Trend in einer sehr lang angelegten Seitwärtsphase. Allerdings, ein Charttechniker würde jetzt sagen, oh, wir haben eine inverse Schulterkopf-Schulterformation, die dabei ist, vielleicht sich nach oben aufzulösen. Ich male das kurz mal auf. Ein. Zack. Dann haben wir die Schulter, Kopf, Schulter im Wochenchart und sollte quasi jetzt sich diese impulsive Aufwärtsbewegung im rechten Bild, die von einer Art Umkehrstab hier unten gestartet wurde, weiter hier hochschieben. Dann ist es möglich, dass sich die SKS invers aktiviert wird und unser Kursziel weit, weit hier oben oberhalb des ganz, ganz großen P2s liegt. Ich male das kurz ein. Quasi, wir wollen in dieser Trendgröße hier hoch und ganz hier hoch. Bei der 76-Euro-Marke liegt unser Kursziel. Um jetzt mit einem geringeren Risiko in den Markt hineinzukommen, schauen wir uns gerade das auf dem Tageschart an. Man muss jetzt unter anderem beachten, der Markttechniker würde jetzt sagen, oh, wir haben eigentlich noch gar keinen Trend. Allerdings, der Trader sieht hier eine sehr, sehr verlockende Situation. Wir begehen quasi einen Frontrun auf die Aktivierung dieser inversen SKS mit einem einigermaßen geringen Risiko. Und zwar, das Trade-Szenario sieht wie folgt aus. Wir haben im Tageschart hier schon einen Aufwärtstrend ausgebildet. Das war der Umkehrstab plus die dynamischen Kerzen, die wir gesehen haben. Die haben diese 1-2-3-Formation ausgebildet. Diese 1-2-3-Formation hat diese Abwärtsbewegung eliminiert, indem sie einen Close-Kurs oberhalb der 48-Euro-Marke in den Markt gelegt hat. Und somit ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass dieser Trend, der sich gebildet hat, mit hoher Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall die 56-Euro-Marke erreichen wird. Also sollte man eine Position mit 3 Teilen eröffnen, und zwar in der Korrektur des Tageschartes, um dann später Teilposition an der 56er Marke klarzustellen, dann weiter oben, wenn wir uns das anschauen im Chart, also an der 56er, dann knapp am ganz großen Hoch, also am 68er Level und später mit der letzten Position unserer 3 Teile versuchen wir quasi den Jackpot zu verdienen. Allerdings, bis dahin ist noch ein weiter Weg. Und wir gucken uns das kurz im Stundenchart den Einstieg genauer an, auf was ich genau hinaus möchte. Ich zeichne das nochmal eben in der passenden Trendfarbe ein. Wir hatten im Tageschart unseren mittleren absoluten Trend, diese Aufwärtstrend gebildet. In unserer Signalebene
haben wir ebenfalls einen Aufwärtstrend ausgebildet. Den sehen wir jetzt in Blau. Und damit wir einen guten Einstieg bekommen, warten wir auf eine Korrektur bis 50% circa oder in den Retracement Channel zwischen 38 und dem 61er Retracement auf eine Korrektur und versuchen in dem Gebiet hier unten unseren Einstieg für die drei Positionen zu bekommen mit einem konservativen Stop unter dem letzten großen Punkt 3 der übergeordneten Trendebene, also der Trendebene 3, da wir ja noch viel weiter nach oben wollen. Und ich würde sagen, den behalten wir definitiv auf unserer Watchlist und schauen uns den nächste Woche nochmal gemeinsam an, ob wir da ein bisschen Geld aus dem Markt holen können. So, Christian, ich würde sagen, ich habe die interessantesten Werte soweit angeschaut. Hast du vielleicht noch irgendwas? Nee, danke. Das war jetzt eigentlich, denke ich, ein guter Überblick. Fragen sind jetzt, soweit ich das sehen kann, auch keine mehr offen. Wir haben wieder mal eine Viertelstunde überzogen, aber das ist bei drei Referenten, denke ich, auch noch gerade so im Rahmen. Danke, Tristan, für deine Trade-Vorstellungen. Das ist, denke ich, diesmal wirklich für jeden was dabei. Währungen, Indizes, deutsche Aktien. Ich denke, da können wir nächste Woche dann wieder ganz gut zurückblicken auf die Möglichkeiten, die wir hier erörtert haben. Ja, ich lade nochmal alle dazu ein, natürlich auch unser Newsletter auf tradingstars.de rechts oben zu abonnieren, um einfach dann auch andere Sachen von uns mitzubekommen, andere Webinare vielleicht hier mitzunehmen, wer Lust und Zeit hat. In dieser Woche sind noch 3 Stück. Freitag ist dann wieder eins von mir, auch hier mit FX Flat zusammen, zur Analyse Teil 2. Als Vorbereitung darauf bitte Teil 1 auch angucken. Ansonsten danke für die Aufmerksamkeit bei allen Teilnehmern. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche, gute Trades und natürlich wie immer und hoffentlich dann auch bis zum nächsten Mal, zum nächsten Wochenausblick, kommenden Montag wieder um 19 Uhr. Danke an alle Referenten und allen eine gute Handelswoche.